Tribute von Panem, Mockingjay Part 2. Wie immer natürlich ein kurzer Umriss zur Story. Wir setzen genau da an, wo Teil 1 uns verlassen hat, also kurz danach, so ich würde sagen 5 bis 10 Minuten danach. Und der Plan in diesem Film ist es einfach, das Kapitol zu stürmen, und Katniss persönlicher Rachefeldzug dabei ist natürlich Präsident Snow zu ermorden. Denn direkt beginnend mit der Review muss ich sagen, dass dieser Film zu Teilen recht langweilig ist oder sich in die Länge zieht. Wir haben sehr oft Gespräche oder Gesprächsinhalte, die sich fast 1:1 wiederholen. Und dann diese ganze Gruppentherapie mit Peter zwischendurch immer. Mir persönlich ging es ein bisschen auf den Sack. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber es störte mich einfach, dass ich zwischendurch wirklich die Lüftung des Kinos hören konnte, weil einfach nichts passiert oder weil mich der Film einfach komplett so interessiert hat, dass ich auf andere Dinge geachtet habe. Darüber hinaus hat dieser Film recht wenig Spannung und wenig Action im Gegensatz zu zum Beispiel Teil 1 oder Catching Fire. Dafür ist die aber zumindest ziemlich gut. Wenn die zum Beispiel in der Kanalisation sind, kommt eine ziemlich gute Spannung auf und die Action, die daraufhin folgt, ist auch ziemlich gut. Genauso wie natürlich Schauspielerin Jennifer Lawrence, die hier in dem Film für mich leider immer nur die gleichen zwei Emotionen zeigt. So ein bisschen in Richtung Angst und so weiter und ein bisschen sehr viel in Richtung Trauer und dann war es das. Schade, denn sie kann ziemlich viel mehr. Ich weiß nicht, ob diese Rolle der Katniss Everdeen einfach nicht so viel bietet, beziehungsweise der ganze Film ihr nicht so viel bietet, dass sie nicht so ganz so viel daraus machen kann. Natürlich trägt sie den Film nicht alleine. Josh Hutcherson und Donald Sutherland spielen ihre Rollen auch sehr gut. Vor allem die Rolle von Josh. Der Peter, der jetzt verändert wurde, kam ziemlich gut rüber. Trotzdem habe ich immer noch die feste Meinung, dass es einfacher gewesen wäre, einen etwas langeren vielleicht Teil draus zu machen aus Teil 1 und 2. Das heißt, Mockingjay einfach nur ein Film, der wahrscheinlich ein bisschen Überlänge hätte. 2,5 Stunden, vielleicht auch 3. Warum nicht? Machen ja andere Filme auch. Aber dann hätten wir uns gut eine Stunde, viel mehr als eine Stunde sogar, an irgendwelchen Verlängerungen von Szenen aufgehalten, an unnötig in die Länge gezogenen Dialogen und unnötig in die Länge gezogener Action. Das hätte einen schönen Film ergeben, glaube ich. Und zu guter Letzt noch eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Wir sehen in diesem Film ziemlich viele Close-Ups. Also es ist sehr oft so, dass wir einfach nur so, sag ich mal, vielleicht so den Bereich von Katniss sehen oder von Peter oder... Na klar, ich verstehe schon, ihr wollt zeigen, die haben Angst, die haben auch Emotionen. Ihr wollt euch in die Lage versetzen, auch das war noch ein Punkt. Ziemlich oft ist nämlich ein Kameramann hinter denen hergelaufen oder mit denen mitgelaufen, rückwärts oder sowas ähnliches. Alles schön und gut, aber wenn der Kameramann dann wirklich so läuft, kann ich leider die Figuren nicht wirklich erkennen und das möchte ich dann doch lieber. Und was man dann vor dem Fazit noch sagen muss, ist, dass 3D hat es nicht unbedingt gebracht. Ist ein nettes Gimmick, musste jetzt aber nicht unbedingt in die Finalfassung. Unterm Strich gesehen ist Mockingjay Teil 2 ein nettes Ende der Quadrologie, welches in den Action-Szenen überzeugt, sich aber durch sehr langweilige, sehr langatmige Stellen doch hinzieht. Lösung dabei wäre ein Film mit ein bisschen Überlänge. Meine Empfehlung, guckt ihn euch im Kino an, wenn ihr Fans seid, sonst wartet vielleicht auf den DVD-Release. Kaufen werde ich mir das Ganze wahrscheinlich nur, um meine Sammlung zu vollenden. Das war meine Review zu Mockingjay. Was meint ihr zu dem Film? Habt ihr schon gesehen? Wollt ihr ihn noch sehen? Eure Meinung wie immer unten in die Kommentare. Des Weiteren gibt es hier meine letzten zwei Videos, sowie die Links zu selbigen unten in der Videobeschreibung für alle mobilen Nutzer. Und natürlich könnt ihr hier irgendwo noch abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!